Hey, willkommen zurück in der Transstube. Diese Woche ist unser Thema, wie lerne ich andere Transmenschen kennen. Die einfachste und schnellste Methode ist wahrscheinlich das Internet, sei es über Internetforen, auf denen man sich anmelden kann, oder über Social Media oder YouTube oder ähnliches. Da kann man einfach mit vielen Transleuten in Kontakt treten, die anschreiben, bla bla bla. Wenn man jemanden aus seiner Region findet, noch besser. Ja, halt wie man auch andere Leute kennenlernt. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so speziell trans. Wie lernt man, keine Ahnung, wie lernt man Leute kennen mit den gleichen Hobbys, so in etwa. Ist es auch, man findet sich da schon irgendwie. Was ich persönlich recht gut finde und eine super Möglichkeit, wenn man die Gelegenheit hat, zu sowas hinzugehen, sind die Selbsthilfegruppen. Die finden in vielen größeren Städten statt. Da ist das Gute, dass es praktisch regelmäßige Treffen sind, die auch zusammen Ausflüge unternehmen. Das heißt, es ist einfach viel persönlicher und man sieht die Leute wirklich vor sich, statt nur mit ihnen zu kommunizieren übers Internet. Es ist ein Unterschied. Man denkt es nicht, aber es ist ein Unterschied, ob man die Leute jetzt wirklich physisch vor sich hat oder eben nicht. Ja, ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Und wer die Möglichkeit hat, dahin zu gehen, dem kann ich das empfehlen. Ich persönlich kann leider nicht dorthin, weil es einfach zu weit weg ist, 100 Kilometer zu fahren. Das ist schon eine Ecke. Ja, also von daher, das ist das, was mir, wenn man jetzt explizit nach anderen Transleuten sucht, würde ich das empfehlen oder euch nahelegen, weil es halt speziell auf Transleute ausgerichtet ist und an die adressiert ist, wo man sich über Erfahrungen austauscht, über seine Probleme redet. Selbsthilfegruppe eben. Aber ich meine, der Sinn einer Selbsthilfegruppe ist eben, dass man Gleichgesinnte zusammenbringt und praktisch Erfahrungen, Hilfe, Tipps, Tricks, alles Mögliche auszutauschen. Und ich finde, das ist eine gute Möglichkeit. Ich finde es schön, dass es viele Städte ermöglichen. Bei mir in der Umgebung gibt es sowas leider nicht. Zumindest nicht, dass ich was gefunden hätte. Es gibt aber auch keine Ärzte oder Psychologen auf dem Gebiet, also hat mich das nicht so verwundert. Ich weiß definitiv einen, dass es in Nürnberg einen gibt, aber es müsste in vielen größeren Städten einen geben. Also ich bin ja weite Umgebung Nürnberg. Ja, von daher mal schauen, wie es ist, wenn ich umziehe, ob es vielleicht da dann was gibt in dem Bereich. Mal gucken. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und ich sehe euch nächste Woche wieder. Tschüss.